Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir haben uns einen kleinen Goldnachschub hier gebaut, weil wir einfach mit den Feinden handeln und er ist ein bisschen blöd. Und greift die auch nicht an irgendwie, der will einfach nur hier durch und zerstören. Wird ihm aber nicht so leicht gelingen. Wir haben ein paar Burgen zur Verteidigung aufgebaut. Und wie man hier sieht, machen die gut was. Hier sind ein paar gestorben und hier stirbt sowieso immer mal wieder was. Yep. So. Was machen wir? Wir haben dich. Hier, reparier mal. Das können wir nochmal forschen. Auch wenn wir es nicht brauchen. Ich will es fertig geforscht haben. Dann weiß ich, wir können vernünftig angreifen. Ohne irgendwelche Einbußen in Kauf nehmen zu müssen. So, 24 Gold. Pro Karren. Da gehe ich nochmal ein bisschen mit. Ich glaube Gold. 50, oh. Jetzt. So. Je mehr Gold wir haben, desto mehr Steine können wir uns kaufen. Und dann können wir noch mehr Bogen überall hinpflanzen, bis die ganze Welt voller Bogen ist. Das war ein toller Plan. Naja. So, ich möchte aber nochmal ein, zwei Triböcke bauen. Oder Triböcke? Wie auch immer, Triböcke. Und dann reißen wir erstmal den Blauen ins Verderben, würde ich sagen. Weil der so schön nah dran ist und unser blödes Schiffchen zerstört hat. Danach stirbt der Rote. Wir dürfen nur dieses Gebäude nicht zerstören. Oder zur Not das Ding nicht. Ich würde sogar noch mehr Gold bringen, wenn es weiter wegsteht. So, Gruppe 1 kommt mal mit. Gruppe 2 kommt mit. Und der Kleine auch. Ah, Mist. Den einen verloren. Ja, von wegen. Die vorbeischleichen, wenn die Schiffe angegriffen werden. So, da sind 20 drin. Hier wollte ich auch nochmal aufstocken. 10 dahin. Die sind voll. Die sind voll. Passt. So, greif mir das doch mal an. Oh, das ist noch eine Burg. Oh, jetzt bricht die Hölle über uns rein. Wie? Mein Feld ist... Ah, nee. Okay. Wieso kommt gerade das Geräusch für das Feld? Nein, 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 ihr seid so dumm. Wow. Eigentlich haben wir diese Bogenschützen. So, die schießen schön schnell. Alter Schwede. Okay, okay, ich habe mir eine falsch angelegt, ist okay. So, bleib mal stehen irgendwie. Warum rennst du da jetzt hin?
Oh Mann, oh Mann. Okay. Das schafft der eine Mönch nicht alleine. Wow. Meine Bogenschützen sind mächtig. Die sind richtig mächtig in der Gruppe. Oh, sauber, ey. Richtig gut gelaufen. Oh, ich muss sie doch so lassen. Alter, es sind zu viele. Oh, diese Armee, die dann tanzt. Hammer. Oh, wow. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ja gut, greifen wir mal ein bisschen an. Schon ein bisschen irgendwas einreißen, aber nix ist. Okay, gut, dass wir Mönche haben. Ernsthaft. So, ich hoffe, das war jetzt ein großer Angriff hier. Ne, brauchen wir noch ein paar mehr davon, die sind mega geil. Oh, können sogar ganz schön viele bauen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Heftig. Ja, da nicht auf zu produzieren. So, dann war es das jetzt hoffentlich. Er hat auch genug gemacht da, mit seinem Angriff gerade. So, die bringen wir weiter in Gold. Ah, jetzt geschafft. So, dann werden wir als nächstes den Turm da wegnehmen. Ich weiß, sie können weit schießen. So, Team 2. So, down. Na komm, komm, komm. Nein! Wie greift denn den Scheiß an? Wie soll ich die Leute platt machen? Oh Mann, ey. So. So, die Mönche müssen erstmal alles gegenheilen. Wie der nicht mal dazu kommt, irgendwas zu machen. So geil. So, die Mönche arbeiten. Und die auch. Weg da, weg da, weg da. So, ich darf nämlich nicht zu weit nach vorne laufen lassen.
So, baue ich mal ab. Dann nehme ich die zweite Burg unter Feuer. Wow! Hier ist keiner raufgegangen, scheinbar. Warum? Warum? Einfach nur warum. So, ihr seid Team 1. Ey, es ist total krass, was hier gerade passiert. So übertrieben. Also meine Leute, wie sie das gerade machen hier. Alter, das ist so übertrieben. Aber übertrieben geil. Wow. So, ja, reißt doch schon alle die Hütte ab. Wir können. Ich frage mich, wann der pleite geht. Irgendwann muss ihm das auch passieren, oder? Oder cheatet ihr einfach? Das ist ja ein bisschen unfair. So, Gruppe 1 holt sich den. Muss mich wieder um die Menschen kümmern, sonst greife ich nämlich dieses blöde Ding da wieder an. Das war knapp. Nein, wir haben einen verloren. Schade. Okay, so. Geh nochmal weg. Warum kriege ich dieses Geräusch? Ach, die Reusen. Ah, jetzt checke ich das. So. Haben wir es jetzt hinter uns gebracht? Sind deren Angriffe endlich weg? So. Gott, sind die gut gewesen. Also diesen Dauerlauf, den haben sie gut überstanden. So, Nahkämpfer haben wir jetzt nur nicht. Hier fehlt ein Mensch. Warum? Wir haben hier noch ein paar. So, was können wir damit machen? Damit machen können wir nichts. Okay. Dann, was mache ich damit? Ich weiß gerade nicht, was ich machen wollte. Irgendwas wollte ich machen, aber ich habe keine Ahnung was. Hier, dann mach halt Holz, solange ich nicht weiß, worum es geht. So, gut, dann bauen wir jetzt nochmal irgendwie Batterieböcke dazu. Nummer 8. Dann geht das demnächst auch schneller. Na, was will er? Will er uns unter Beschuss nehmen? Ich glaube, das wird ihm nicht ganz so gelingen, wie er sich das denkt. Ist das überhaupt eine Gruppe? Nee, das ist Gruppe 4 jetzt. Okay, ohne die Mönche und ohne diese Bogenschützen, besonders ohne die Bogenschützen, haben wir es nie geschafft.
Die sind echt heftig gut gewesen. So, Gold haben wir jetzt auch en masse. So. Das ist gefährlicher gerade. Und jetzt können die Boote. So, abbauen. Komm, 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 bald euch. Jetzt. Schön. So, wie gehen wir dahin? Und die Triebwerke folgen uns. Wie gesagt, alle Gruppe 4. So, dann greifen wir das dann. So, mal ein bisschen Heilung. So, und jetzt bist du dran. Wieso kommst du jetzt mit Schiffen? So, Angriff. Ah, die halten gut was aus, ne? Ein Triebwerk ist weg, weg. Schade. Aber es liegt nur an den ganzen Massen und Schiffen, die ihr gerade schickt. Und ich eigentlich keinen meiner Bogenschützen opfern möchte. Ne. Ah, Mist, haben wir doch noch einen gekriegt. So, abbauen. Okay, einen haben wir verloren. Nicht so schlimm. So, was macht ihr jetzt? So, ich geh mal darüber und mach erstmal die Seite platt. Jetzt drehen die um. Geil. So. Heilen lassen und auf die Schiffchen. So, jetzt sind wir zurück zum Heilen. Und wieder ran da. Das ist so geil, diese Typen. So, wieder zurück. Und den Heini wieder abfangen. So, wieder zurück. Ich weiß, er produziert die ganze Zeit durch. Ich kann auch ruhig mal gegen meine Burg schicken. Da habe ich gar nichts gegen. So. Da schickt sie zur Burg runter. Da bringen die euch nämlich so schön wenig. Und zack. Aufbauen.
Ja, schick die weiter. Gut, ihr seid down. Ey, der hat aber auch viele Schiffe, ernsthaft. So, gleich kannst du keine mehr herstellen. Sehr gut. Egal, wo ich angegriffen werde. So, einmal wieder zurück. Und wieder angreifen. So. Weg, weg, weg. Gut. So, das waren die Schiffe. Oder auch noch nicht ganz. So, das waren die Schiffe. So, dann können wir mit euch weiter. Das war's schon. Wer habt ihr nicht heilen müssen? So, hier, da. Zack. Okay. Das Haus sollte rückkaputt gehen. Alter, wie viele hat er denn? Alter, er gibt echt nicht auf. Wow. Er merkt, glaube ich, nicht, dass er keine Chance hat. Es tut mir leid, dass es gerade nicht so krass spannend ist, aber... Das muss gerade sein, das ist echt nice. Wenn er verschwendet seine Rohstoffe... Hier kein zweiter. Ah, Mist, jetzt war ich zurück an der Burg. So, reißen wir jetzt die Burg noch ein. Und dann hat er schon nichts mehr. Jawohl, noch ein Schuss und das Ding ist weg. So, das hat er jetzt davon. Da muss ja auch unbedingt meine Einheiten damit angreifen. Denn Bordeaux, das Herz Aquitaniens, ist unser. Yep. Das nur dank unserem Bogenschützen. Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass enden wird. Und hepp. Und nochmal und das war's. So, baut euch mal wieder zusammen. So, irgendwo noch ein Turm? Nein? Perfekt. So, die wuseln da immer noch weiter rum und bringen mir Gold. Auch wenn ich schon 10.000 habe. So, ich glaube, ich brauche nichts anderes mehr. Ihr seid unnütz. Ihr geht einfach mal dahin. Nein, was tue ich denn? Ihr seid die Gruppe 1, ihr seid 2 und ihr seid jetzt 3. So. So.
Dann werden wir aber hier den Part beenden. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt. Ja, wir werden dann noch die einnehmen und ich weiß nicht, was hier unten noch ist oder wie riesig das sein könnte. Lassen wir uns überraschen. Wir sind gut dabei und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.